VIX, VXX, UVXY, SVXY, VVIX. Also wenn wir so weitermachen, ne, da gibt es so, so viele Begriffe und alles hat irgendwie mit Volatilität zu tun. Und heute gehen wir mal auf zwei Dinge etwas genauer ein. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wie schon gesagt, heute gehen wir auf zwei dieser Volatilitätsprodukte etwas näher ein, nämlich den VXX. Da steht ja jetzt gerade wieder ein Resplit an und den UVXY. Was das genau ist, wann man welchen handeln sollte, darum geht es jetzt hier im Video. Über den VXX haben wir ja an der Stelle hier schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und wenn wir uns hier diesen Chart anschauen, dann weiß auch jeder, dass das ein ETF oder besser gesagt ein ETN ist, der tendenziell nach unten notiert. Warum? Naja, ihr wisst, dass im VXX werden jeweils der erste und zweite Volatilitätsfuture gekauft. Durchschnittliche Restlaufzeit 30 Tage. Und dadurch, dass ja diese Volatilitätsfutures meistens in Contango sind, das heißt, der hintere kostet mehr als der vordere, das heißt, es entstehen Rollverluste und dadurch tendiert er eben, auf lange Zeit betrachtet, immer nach unten. VXX kennt jeder, hat auch der eine oder andere sicherlich schon mal gehandelt. So, jetzt gibt es aber noch einen UVXY. Und wenn wir uns hier mal den Chart anschauen, dann seht ihr, der sieht im Grunde genommen fast genauso aus. Ne? Auch der hat dieselben Anstiege, da geht es genauso runter. Das heißt, das muss das Gleiche sein. Ne? Ist das vielleicht bloß von einem anderen Anbieter? Naja, fast. Denn der Unterschied ist der, das ist im Grunde genommen der VXX auf Steroiden. Nämlich der UVXY, der ist quasi mit einem Hebel ausgestattet und zwar mit einem Hebel von 2. Es ist nicht zu 100% genau das Doppelte wie der VXX in seinen Bewegungen, aber so ähnlich. Und wenn wir uns hier mal einen Korrelationschart dazu anschauen, das heißt, ihr seht hier auf der in einem Teil des Charts seht ihr hier den VXX und in dem anderen seht ihr den UVXY, unten der VXX, oben der UVXY, dann seht ihr, dass zwar die grundsätzlichen Bewegungen gleich sind, aber eben der UVXY alles mit fast doppelt so hoher Geschwindigkeit macht. Das heißt, wenn es nach unten geht, dann geht es auch viel schneller nach unten. Wenn es allerdings nach oben geht, dann geht es auch viel schneller nach oben. So, und jetzt können wir eigentlich daraus schon mal beantworten, wann ich welchen handele. Denn ich handle diese Volatilitätsprodukte fast ausnahmslos von der Short-Seite her. Das heißt also, ich versuche hier immer Volatilität zu verkaufen. Entweder indem ich diese Produkte direkt verkaufe, das heißt, ich gehe direkt in diesen Produkten Short, oder aber, und das mache ich auch sehr häufig, so die klassischen Brot-und-Butter-Trades, ne? Dass man also sagt, man verkauft zum Beispiel auf den VXX permanent Call-Optionen. Das Risiko ist hier ganz klar, ne? Da kann nach oben gehen und man kann den ja aber schön rollen und so. Wer bei uns im Coaching ist zum Beispiel, der weiß, eine unserer Standardstrategien, die wir auch permanent anwenden. Jetzt muss man sich allerdings eines bewusst machen und zwar, wann handelt man diese Produkte? Und das hat immer was mit dem Risiko zu tun. Wir wissen ja, dass es beide Produkte noch nicht in den großen Finanzkrisen gab. Das heißt, die gab es weder in der Finanzkrise 2007 bis 2009 und auch nicht davor in der Dotcom-Blase 2000 bis 2002. Aber die Volatilitätsfutures gab es ja schon und das heißt, man konnte rückwärts berechnen, was wäre denn damals passiert. Und da kann man sich zwei einfache Sachen merken, nämlich der VXX hätte sich verfünffacht, der UVXY, der hätte sich ver-14-facht. Ne? Das heißt, der ist ganz einfach das heißere Produkt. Und daher gehe ich immer folgendermaßen vor. Ich überlege mir immer, was haben wir denn momentan für eine Situation, was die Volatilität betrifft. Haben wir momentan eher Risiko oder haben wir momentan eher Chance? So, wie meine ich das? Wenn ich sage, haben wir momentan eher Risiko, dann gehe ich immer von einer niedrigen Volatilität aus. Bei einem Volatilitätsprodukt ist es ja immer so, das Risiko ist immer die niedrige Volatilität, die dann ansteigt. Ne? Gerade wenn du eben wie ich sagst, ich verkaufe diese Volatilität. Und wenn wir eben ein Umfeld haben mit sehr niedriger Volatilität, also so wie wir es im Grunde genommen die ganzen letzten Monate auch hatten, dann handle ich vorrangig den VXX. Das heißt, dann gehe ich tendenziell eher mit meinen
diese Brot- und Butter-Trades, die ich schon erwähnt hatte, Short Calls und so weiter, dann mache ich das lieber im VXX. Warum? Weil ich sage, okay, wenn dann doch mal durch irgendein externes Ereignis die Volatilität anspringt und ich kann es nicht so schnell handeln, dann möchte ich einfach das Produkt haben, was sich nicht ganz so schnell gegen mich bewegt. Umgekehrt, es gibt ja auch Zeiten, wo die Chancen überwiegen. Also zum Beispiel, wenn die Volatilität sehr, sehr stark angestiegen ist. Stellen wir uns vor, der Markt geht jetzt nicht wie die letzten Tage mal nur ein paar Prozent runter, sondern es geht mal richtig nach unten. Ne? Also wenigstens mal, das ist ja fast schon ein Flehen, wenigstens mal 8%, 10%. Ne? Also es taucht mal ein bisschen ab. Wir wollen von 20, 30% ja gar nicht erst reden. Das wäre ja ein Traumzustand. Nicht für alle, aber für uns Volatilitätshändler wäre es ein Traumzustand. Und wenn das natürlich wäre, ne, was überwiegt dann? Die meisten Leute würden dann sagen, wenn die Volatilität so wahnsinnig hoch ist, oh, Risiko. Wir aber würden sagen, nein, jetzt überwiegen die Chancen, weil wir wissen ja, Mean Reversion Effekt, die Volatilität kehrt wieder zu ihrem Mittelwert zurück und dann würde ich natürlich das gehebelte Produkt nehmen. Das heißt, das ist auch wieder so ein bisschen Umdenken vielleicht gegenüber vielen anderen Händlern. Viele andere Händler fahren in ruhigen Zeiten hochgehebelt, um dann, wenn es hektisch wird, ihr Risiko rauszunehmen. Wir machen es genau umgekehrt. In Zeiten, wo nicht so viel Chance ist, sondern mehr Risiko, dass die Volatilität steigen kann, eher den ungehebelten VXX handeln. Und wenn dann aber die Volatilität angestiegen ist, das heißt, wenn unsere Chancen auf einen Volatilitätsrückgang viel höher sind als bei einer niedrigen Volatilität, dann handeln wir den UVXY. Das ist jetzt kein Gesetz, wo ich sage, das müsst ihr genauso machen. Es wird den einen oder anderen geben, der sagt, ich mache nur den VXX. Ne? Der andere sagen, ich mache nur den SVXY. Das ist ja quasi der VXX mit einem umgekehrten Vorzeichen. Ne? Aber wer sich für Short-Vola-Produkte interessiert, beziehungsweise wer Short-Volatilität sein will, indem er nämlich das Ganze verkauft, der sollte sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, so wie ich es jetzt hier kurz versucht habe zu erläutern. Wann habe ich Chance? Wann habe ich Risiko? Beim Risiko eher das risikoärmere Produkt nehmen und bei der Chance eher das risikoreichere Produkt nehmen. Zumindest in der Auffassung vieler ist ja der UVXY das risikoreichere Produkt. Richtig angewandt ist aber nicht das chancengrößere Produkt. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Handelt ihr diese Produkte auch? Wenn ja, wie? Schreibt mir das ganz einfach mal in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.